Wer kommt denn jetzt, Herr Verstand? Majestät, ein deutscher Landsmann, der sich aber in höchst dankenswerter Weise um Österreich verdient gemacht hat. Früher war es umgekehrt. Majestät? Nix. Der deutsche Sänger Heinz-Georg Krann. Kaiserliche Hoheit, ein bescheidenes Geschenk von mir. Ja, Das sieht man. Ja. Also erstens mal, wir sind nicht kaiserlich, wir sind der Kaiser. Ne? Aha. Weil blau ist ja auch nicht bläulich, sondern blau. Ne? Kaiserlich kann nur jemand sein, der nicht der Kaiser ist. Ne? Wir sind, und das verzeihen wir ihm, weil er ein Deutscher ist, wir sind die Majestät. Ne? Majestät. Richtig? Lieb ist er. Wir kennen ihn. Von ihm, er kommt uns bekannt vor, wir können uns dunkel an ihn erinnern. Also dunkel. Ist er nicht der Roy Orbison der deutschen Schlagerszene? Nein? Nein, das ist, nein, ich bin der... Ray Charles! So ist es. Richtig. Ja. Was hat er uns da mitgebracht? Schauen wir mal rein. Das ist für den bescheidenen Durchblick. Bescheiden? Das sind ganz wir. Wir sind sehr bescheiden. Unser, da steht Heino oben. Das ist sehr bescheiden. Das gibt es zum Kaufen lassen. Das ist die Privatbrille und das ist die Showbrille. Ah, er hat zwei Brillen sogar. Ja. Da muss er sehr erfolgreich sein, dass er sich zwei Brillen leistet. Ja. Was macht er denn hauptberuflich? Ne? Hauptberuflich habe ich mal vor vielen, vielen Jahren Bäcker gelernt. Und da musste ich morgens um 4 Uhr immer aufstehen. Ja. Und das war mir natürlich zu früh. Und dann habe ich gesagt, wenn du Sänger wärst, Musiker wärst, kommst du erst um 4 Uhr ins Bett. Und deswegen habe ich jetzt Musiker gelernt und bin Sänger geworden und das schon seit 50 Jahren. Ja. Was singt er da so? Was ich singe, das sind Volkslieder für Jung und Alt. Dann singe ich Kirchenlieder. Kirchenlieder auch? Kirchenlieder auch. Ich singe Schubert, Bach, Mozart, Brahms, Tschaikowski. Wirklich? Und im nächsten Jahr, am 4. Mai, bin ich dann in der größten Kirche Österreich. Und da darf ich singen. Welche ist das, Saferstein? Majestät, ich würde vermuten, der Stephansdom? Nein, das ist der Mariendom in Linz. Ah. Ja. Ja. Wie Sie sehen, wir kriegen kein Personal mehr in Österreich, nicht? Ja. Weiß nicht einmal, was die größte Kirche ist, nicht? Also wir wissen es auch, wir müssen es nicht wissen, nicht? Aber wir müssen nur wissen, wen wir fragen müssen. Ja, klar. Singt in Wien auch? In? Wien? Nein, in Wien. Hat er schon mal gehört? Wien? Ja, natürlich. Wien. Ja, also. Wien? Ja. Vielleicht müssen wir langsamer reden, Seifenstein. Er ist ein Deutscher. Wien. Ich kenne in Wien nur das Babylon. Da haben wir auch schon gesungen. Ja. Große Erfolge gefeiert dort. Ja. Ja, große, tolles Publikum. Standing Ovations. Also, ja. Großartig. Ins Babylon? Hat er dort gesungen? Nein, ich damals mit Thomas Gottschalk in Wetten, das habe ich eine Wette verloren und dann hat er sich das Babylon gebildet. Wir stellen uns gerade vor, Heiner und Gottschalk in Babylon. Ja. Und wir sind blind vor unserem geistigen Auge. War kaiserliche Hoheit schon mal in Babylon? Ah!
kaiserlich kann nur jemand sein, der nicht der Kaiser ist. Blau ist ja auch blau und nicht bläulich. Blau ist der Enzian. Warum haben Sie uns denn überhaupt dahergesetzt, Herr Eiffelstein? Majestät, auch wenn es momentan skurril anmutet, auch Heino verdanken die Österreicher, also die Österreicher im weiteren Sinne eine Menge. Was? Wann immer deutsche Gastarbeiter sich weigern, in Österreich niedrige Arbeiten zu geringen Löhnen zu verrichten, wird eine CD von Heino eingelegt. Schau. Ja. Wirklich, die werden damit gezüchtigt, oder was? Nein, sie fühlen sich dann wieder gut. Wie das? Majestät, ich habe eine Mutmaßung. Der Gesang Herrn Heinos erinnert an das sogenannte Rumblen bei Elefantenhofbildstelle. Dieser niederfrequente Ton hat etwas sehr Beruhigendes. Er arbeitet also mit Infraschall. Ja, ja. Wird da irgendwie eine Botschaft mitgesendet mit seinen Schlagertexten? Töte! Töte! Sowas? Also nein, sowas nicht. Nein. Wieso nicht? Weil ich deutsche Volkslieder singe, die einen sehr, sehr schönen Text haben. Und es ist nicht ganz verständlich für Nein. kaiserliche Hoheit. In Spülen Sie was ein, Seifenstein, wir müssen uns beruhigen. Irgendwas mit Infraschall. Vielleicht darf ich Herrn Heino darüber aufklären, dass die korrekte Anrede Majestät... Das nutzt nichts, Seifenstein, wir haben es ihm schon erklärt. Zweimal, also. Blau ist nicht bläulich. Ja. Kaiser ist nicht kaiserlich. Kaiser ist Majestät. Himmelherrgott noch einmal. Der hat ja Schlagersänger werden müssen. Was bleibt denn den Menschen anders über, wenn der... Majestät. Majestät. Ja? Majestät, ich muss widersprechen. Sehr gefährlich. Ich bin kein Schlagersänger. Sondern? Volkssänger. Volkssänger? Das ist ein Unterschied. Aber welcher? Und meine Frau ist Österreicherin und die hat gesagt, du musst immer kaiserliche Hoheit sagen. Und wo ist die Gattin? Wo ist die Gattin? Hannelore heißt sie, gell? Hannelore, ja. Ja, wir kennen uns. Ja, da ist sie. Ist sie schon so lang in Deutschland? 32 Jahre. Ja, dann ist alles verloren, da hilft das ganze Österreicher. Sie kann sich zurückziehen. Eine Österreicherin, die 32 Jahre mit einem Deutschen verheiratet ist, ist verloren, Seifenstein, offensichtlich. Vernichtet haben sie die. Majestät, wo die Liebe hinfällt. Ja, wächst kein Gras mehr. So ist es, ja. Probieren wir mal aus, ob das bei uns auch funktioniert, Seifenstein, dass uns unsere größten Sorgen wurscht sind, wenn wir seine Musik hören. Wollen sich Majestät dem wirklich aussetzen? Wir sind der Kaiser, Seifenstein. Wir müssen das für unser Volk ertragen. Gehen wir. Wenn Majestät darauf bestehen, geht schon. Hofbildstelle. Hoch auf dem gelben aus! Die wollen, glaube ich, dass sie singen. Ja. Wir sagen nichts. Ja. Er will nichts in Erzeit. Majestät, ich hole das im nächsten Jahr nach, wenn ich hier in einer Kirche singen darf. Nein, nicht Busang. Er hat extra gesagt,
wenn ich in einer Kirche singen darf. Also wie man das Publikum auch noch hineinkriegen soll in die Kirche, weiß ich nicht. Aber wir zwar gehen vorher ins Babylon, hm? Bis dahin soll er brav sein, er darf sich zurückziehen, aber er muss sehr, sehr brav sein, gell? Ja, man muss ja, in diesem Alter ist man eben brav, ne? Na, was er nicht verstanden hat, er soll sich schleichen. Ja. Wenn mein Doktor sich vorstellt und ich bin der Tier, dann muss ich drauf schauen, dass ich an dem Geiger bin.